Altes Finanzamt, Leverkusen, Opladen, Haus Forsterstraße. Am 9.9. wurde zur Pressekonferenz eingeladen. Hierzu wurde auch schweres Gerät herangefahren. Pünktlich um 15 Uhr traf Herr Reinhard Buchhorn, Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen, ein. Zurzeit ist er im Dauereinsatz, da in Opladen gigantische, qualitätsvolle Wohnstandorte entstehen. Ein neuer Standort entsteht auch auf dem Gelände des alten Finanzamtes. Das sogenannte Wohnquartier Wupperauen. Herr Peschke erläutert der Presse, wie man beim Abriss vorgeht. Und wo wird das entsorgt? Auf dem das wird also, es gibt hier ein sogenanntes Abfallkonzept. Da gibt es ein Entsorgungskonzept für und diese ganzen Stoffe, die werden sortenrein auf Spezialdeponien entsorgt. Also es musste sein, wir mussten also auch beim Abbruchantrag mit dem Umweltamt einen entsprechenden langen Bericht vorlegen, haben auch dafür einen Bürobeauftragten, der quasi die gesamte Zeit hier beim Abbruch dabei ist, um es zu kontrollieren. Um einfach, dass hier wirklich nichts falsch läuft. Wir haben auch die ganzen Nachbarn angeschrieben, haben wir auch eingeschrieben. Die Nachbarn haben alle Mitteilung bekommen, dass wir jetzt anfangen, haben ein Telefon eingerichtet bei uns, falls irgendwo mal eine Beschwerde sein sollte, dass zum Beispiel irgendein Krach ist oder am Wochenende was passiert hier, dass die Leute einen Ansprechpartner haben, per Handy auch am Wochenende, wenn irgendwas sein sollte. Das heißt, Sie werden auch am Wochenende arbeiten? Nein, nicht, aber wenn was sein kann, der Kinder sein, die Baustelle ist hier meinetwegen offen oder irgendjemand geht rein, dass man uns informieren kann, wenn irgendwas was vorfallen sollte am Wochenende oder wenn während der Bauzeit es vielleicht mal zu stark staubt oder ich weiß. Wir haben Gott sei Dank eine gute Zeit, wir kommen jetzt in die Regenzeit. Das heißt also, wenn wir abbrechen, hat das den großen Vorteil, dass eben also... Wir brauchen kein Wasserflugzeug. Richtig. Oder keine Besprenkelung. Das ist ein großer Vorteil. Ja, und wir wollen ja auch keinen Ärger haben mit niemandem, denn es hilft ja niemandem. Ne? Positives Image beim Abriss sorgt auch für eine positive Annahme, wenn nachher die neue Baumaßnahme entsteht. War ja auch ein langer Weg. Wir haben uns erstmal 2007 für das Objekt beworben beim BLB, also dieser Landesbetrieb. Und da hieß immer ja, nächstes Jahr. Und dann ist einfach 2012 ist dann das öffentliche Bieterverfahren, also das ist also vom Land gemacht worden. Und da haben wir dann irgendwann einen Zuschlag bekommen, im März, April war das gewesen, im März, April 2012. Und hat immer noch mal gedauert, jetzt anderthalb Jahre, bis alles steht, bis der Kaufvertrag genehmigt wurde, bis vom Land musste der extra noch mal genehmigt werden, der Vertrag. Und bis dann auch die Bebauung geklärt wurde mit Rat und Verwaltung, Denkmalamt, hat also im Prinzip anderthalb Jahre Zeit in Anspruch genommen. Aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, hier wird ein sehr schönes Projekt entstehen. Ich erinnere mich noch an diese herrliche Immobilienanzeige, die der BLB aufgegeben hatte. Ja, ja. Mit den Altlasten. Richtig. Und so. Da gab es ja irgendwie auch einen Tunnel unten drunter. Der Tunnel ist hier nicht. Ja. Das war immer hier unter dem Gebäude gibt's glaube ich keinen Tunnel. Der ist glaube ich erst da hinten mehr. Ach so. Und das war ist jetzt. Wir haben einen Zeitzeugen glaube ich. Ja, Herr Klees, hatten Sie ja, doch wir gefunden. Wir hatten ja einen von einem Hausmeister oder Gebäudemanagement, ja. Der wusste, wo der Tunnel ist. Ja. Der liegt also eher auf der Seite vom Straßenverkehrsamt als bei uns. Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Es ist eine kleine Eröffnung bzw. Bekanntgabe, dass wir anfangen wollen abzureißen. Das Gebäude hat sehr lange gedauert, haben wir schon gerade erzählt, dass es also schon anderthalb Jahre gedauert hat. Wir möchten mich auch bedanken bei der Verwaltung. Die Verwaltung hat uns da unterstützt, die Ratsherren haben uns unterstützt. Ich glaube, hier steht ein Projekt, was von allen Fraktionen, ich würde sagen, fast einstimmig befürwortet wurde. Und die Verwaltung hat uns dann auch geholfen, das Objekt durchzusetzen beim Denkmalamt, wo wir sagen können, hier ist jetzt ein Objekt, was getragen wird von Verwaltung, von Denkmalamt und Rat der Stadt Leverkusen. Und ich glaube, es wird auch ein sehr, sehr schönes Objekt werden. Ja, ein Dank an den Bürgermeister, dass also Sie uns da auch unterstützt haben. Und ich bitte Sie auch vielleicht noch ein paar kleine Worte zu sagen. Ja, Herr Peschke, meine sehr geehrten Damen und Herren, die
Der Bagger steht bereit. Wir haben gerade gehört, es geht mit dem Innenleben los dieses Gebäudes. Und danach kommen dann die ganz großen Bagger und später dann eben auch dieser Bagger. Ja, nun kann es losgehen. Und für die Abrissarbeiten am alten Finanzamt hier fällt dann nun heute der Startschuss. Seit einigen Jahren begleitet uns die Diskussion, wie es denn nun mit diesem ehemaligen Finanzamtgebäude weitergeht. Das war ja nun wirklich immer ein Rätselraten, wer wird es? Und wir haben gerade von Herrn Peschke auch gehört, dass er sich schon sehr früh darum bemüht hat, dieses Gebäude zu revitalisieren bzw. etwas Entsprechendes, Adäquates für Wohnbebauung zu schaffen. Denn Herr Peschke hat mir mal vor 3 Jahren gesagt, also da oben, da würde ich mich ja gerne auch niederlassen wollen, mit diesem tollen Blick auf Opladen. Wenn man diese Dimension sieht, wie gerade der Turm hier, in welcher Höhe der hier steht, und wenn man da oben eine Wohnung hätte, das wäre toll. Ja, und so haben wir dann die Planung des neuen Finanzamtes in 2010 gehabt und haben dann auch den Bau gehabt, haben inzwischen also in 2011 das neue Finanzamt gebaut. Ja, und bei dem folgenden Bieterverfahren für dieses Gebäude, ja, ist dann eben der bestens mit den Leverkusener Belangen vertraute Investor Herr Peschke dann zum Zuge gekommen. Ich glaube wirklich ein Glücksfall für unsere Stadt. Denn Peschke ist ja aus dem Stadtgebiet nicht wegzudenken. Nicht nur in Hittorf, in Schlebusch, in Opladen. Überall sehen wir Baumaßnahmen von Peschke. Und das sind eben auch qualitativ hochwertige, die sicherlich nicht am unteren Preissegment sich befinden, die aber am Ende für ihre Qualität sprechen und auch für das Aussehen. Das muss man ja auch sehen. Eben Qualität ist zu bewohnen, überwiegend Wohnbebauung, wie ich weiß. Ja, und die anschließende Planungsphase erfolgte dann in gemeinsamer und enger Abstimmung, am Ende immer positiver Abstimmung eigentlich mit unserem Planungsamt. Wir sind ja auch gemeinsam dann zur Bezirksregierung gefahren, beziehungsweise zur Denkmalbehörde gefahren und haben die Denkmaleigenschaften dann, die Voraussetzungen für die Erfüllung der Denkmaleigenschaften dann auch geschaffen. Ich kann mich noch gut an die Vorstellung der überarbeiteten Baupläne im Januar im Bau- und Planungsausschuss erinnern. Und damals erntete die jetzt zum Zuge gekommene, vorgestellte Variante, die also auch realisiert wird, ganz, ganz enge und ganz klare Zustimmung. Es herrschte, das kann ich wirklich sagen, geradezu Aufbruchstimmung in diesem Bau- und Planungsausschuss. Diese Einigkeit hat man ganz, ganz selten und an der Stelle haben wir es gesehen. Und die Lösung passt und sie passt zur Geschichte des Gebäudes und passt zum Standort hier in Opladen. Und sie passt eben auch in erster Linie für uns in Leverkusen. Da ist ein großer Wurf geschehen und entstanden, ähnlich wie an der neuen Bahnstadt wir mit dem Gelände Peschke, was wir alles noch sehen werden, vor uns haben. Denn hier entsteht wie an manch anderer Stelle in unserer Stadt etwas Neues, Zukunftsweisendes, ohne aber das Alte, das Vergangene wirklich aus den Augen zu verlieren und Vergessenheit geraten zu lassen. Durch den Grundriss und die Gebäudekörper ist das Quartier des ehemaligen Finanzamtes noch deutlich zu erkennen, wirklich in einer ersten Planung gewesen und auch in den Verbesserungen dann. Und das Quartier ist zu erkennen, ist deutlich noch zu erkennen, aber eine luftigere, viel offenere Bebauung macht also dann künftig hier den Raum. Die von vielen Bürgerinnen und Bürgern empfundene Betonriegel-Situation wird deutlich aufgelockert. Es wird sich was viel, viel Schöneres finden. Und auch wenn der alte Baukomplex manchem ästhetisch sozusagen ein Dorn im Auge gewesen sein mag, er verkörpert doch ein Stück Architekturgeschichte. Und das irgendwie ist wieder aufgenommen worden, auch gemeinsam mit dem LVR, Denkmalbehörde. Ja, und nun freue ich mich schon sehr darauf, hier ab Frühjahr nächsten Jahres dann das Wohnquartier Wupperauen, so nennt sich das, dann künftig entstehen zu sehen. Ja, und vor den Preis haben die Götter den Fleiß gesetzt, steht hier. Kann ich auch wirklich nur so bestätigen. Zunächst werden also Bagger anrollen und hier während der kommenden
Wochen und Monate die notwendigen Abrissarbeiten durchführen. Dies ist zwangsläufig mit gewissen Beeinträchtigungen, das wissen wir, für die direkten Nachbarn verbunden. Ich weiß aber, dass Herr Peschke in enger Abstimmung sich befindet und dass hier auch wirklich ein Einvernehmen herrscht. Ja, wir stimmen dem ausdrücklich zu. Ja, und er hat eben schon mal angekündigt, dass auch selbst an Wochenenden, wo zwar nicht gearbeitet wird, wo ja doch mal das ein oder andere passieren kann, sei es nur irgendetwas fällt vom jetzt gerade im Abriss befindlichen Baukörper, dann ist sofort jemand zur Stelle. Es ist also eine immerwährende Betreuung gegeben. Herr Peschke, Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem beauftragten Unternehmen, wünsche ich einen unfallfreien Abriss und dass alles im Benehmen mit den Nachbarn im Interesse unserer Stadt verläuft. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ich das mal so ausführen durfte. Ja, und dann sehen wir mal dem entgegen, was das Wohnquartier Wuppertal uns bringt. Vielen Dank. Ich danke recht herzlich für die sehr schöne Ansprache und ich verspreche Ihnen, die Qualität wird hier gebaut. Ja, jetzt habe ich eine Bitte, ein Bild auf dem Bagger, würden Sie das machen? Ja, klar. Ja? Ich habe ausgeführt. Alterswohnsitz. Da würde ich mir das gut vorstellen können. So war es. Also ich hatte mir gedacht, ich könnte mir vorstellen, da oben zu wohnen. Also in so eine Penthouse-Wohnung da oben zu behalten, kann man sich gut darüber nachdenken, ob man sowas machen will. Weil die Lage ist schon traumhaft. Da oben zu gucken, wenn Sie in dem oberen Stock stehen und gucken nach Leverkusen, Sie können Köln sehen, Sie können den Kölner Dom sehen. Also ist schon ein Traum. Ich hätte nichts dagegen, Herr Peschke, als Leverkusener Bürger hier zu haben. Überhaupt nichts dagegen, wirklich. Eindeutig. Ich denke drüber nach. Aber das, ich denke drüber nach. Ich denk jetzt, drüber geht, nach. Jetzt geht schon los. Ja? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ist alles klar. Komm nochmal hier zu, können wir festgehen. Ja, jetzt. Zeigen.